Im Souk al-Silah wird ein Treffen stattfinden, um einen wichtigen Handel zu besprechen. Es soll das größte Geschäft sein, das Tamir jemals gemacht hat. Er wird also abgelenkt sein und dann schlage ich zu. Euer Plan scheint mir solide. Ich erlaube euch zu gehen. Lasst Al-Mualems Willen geschehen. Ihr könnt ausruhen, bis ihr bereit seid. Danke. Du bist sehr nett. Ich darf schlafen. Spule vor zu aktuelleren Gedächtnisabschnitten. So. Ihr wagt es, in meinem Beisein zu stehlen? Altair, mein Freund. Stimmt was nicht? Ist Tamir verspätet? Hat er die Stadt verlassen? Es ist alles im Lot, Rafik. Ah, nun denn. Warum kehrt ihr so bald zurück? Wartet. Antwortet nicht. Wer bin ich, um eure Wege in Frage zu stellen? Egal, wie fragwürdig euer Ansatz auch sein mag, er wird von Erfolg beschienen sein. Wo wir davon sprechen, wann wollt ihr den Auftrag vollenden? Keine Ahnung. Ich wollte ihn eigentlich jetzt beenden. Naja, hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 1. Wir sind hier im Let's Play stehen geblieben. Wir gehen jetzt Tamir oder wie auch immer heißt töten oder so. Oder angreifen. Ich konnte nicht richtig zuhören. Denn wie jeder weiß, ich bin taub. So. Wartet. Ich bin gleich da. Nein. Du gehst da hoch. Gehst da hin. Und dahin. Oh. Ja gut, ne, da sind Wachen. Bitte nur ein paar und für heute bitte, habe ich alle Preise reduziert. Eine milde Gabe. Komm! Bitte nur ein paar Goldstücke. Zack. Es gibt nichts, was ich nicht habe. Das hat aber keiner gesehen, das ist gut. Also kann ich nicht. Warum kann ich denn nicht da hoch? Ah, da. Nein, ich finde es nicht. Also, hast mich zwar nicht angesprochen, aber ich würde es nicht bei dir finden. Das weiß ich. Ich dachte schon gerade. Oh, da ist es schon. Nein, ihr verpflichtet mich. Ich habe kein Interesse an euren Berechnungen. Die Zahlen ändern nichts. Eure Männer haben den Befehl nicht erfüllt. Darum habe ich meine Kunden enttäuscht. Wir brauchen mehr Zeit. Das ist die Entschuldigung eines faulen oder dummen Mannes. Was seid ihr? Weder noch. Das sehe ich anders. Nun sagt mir, was denkt ihr dazu, um euer Problem zu lösen? Diese Waffen werden umgehend benötigt. Ich sehe keine Lösung. Die Männer arbeiten Tag und Nacht. Aber euer Kunde verlangt so viel. Und das Ziel, eine so beschwerliche Route. Wenn ihr doch nur Waffen genauso gut produzieren könntet wie Ausflüchte... Ich habe getan, was ich kann. Das ist nicht genug. Dann verlangt ihr vielleicht zu viel. Zu viel? Ich gab euch alles. Ohne mich würdet ihr immer noch für ein Almosen Schlangen beschwören.
Und alles, was ich verlangte, war, dass ihr meine Befehle erfüllt. Und ihr sagt, ich verlange zu viel. Ihr wagt es, mich herauszufordern? Friede, Tamir. Ich wollte euch nicht beleidigen. Dann haltet eure Zunge im Zaum. Nein, haltet ein! Einhalten. Ich habe gerade erst begonnen. Nein, haltet ein! Ja, nein! Ihr kommt in meinen Zug, steht vor meinen Männern und wagt es, mich herauszufordern? Ihr sollt mich kennenlernen! Nein, lasst die Leiche. Lasst euch das eine Lehre sein. Denkt nach, bevor ihr mich enttäuscht. Zurück an die Arbeit. Was ein Arschloch. Bitte, eine kleine Spende. Ich bin arm. Er ist direkt in jemanden reingerannt. Ist der blind? Er hört. Bitte, nur ein paar Gold. Narr, einfach Schnipper. Wo habt ihr euer Handwerk erlernt? Ah, ihr wisst wohl ganz genau, was das ist. Ja! Endlich. Dafür werdet ihr bezahlen. Ihr und euresgleichen. Mich deucht, ihr seid derjenige, der nun bezahlt. Ihr werdet nicht länger vom Leid anderer profitieren. Ihr wähnt mich einen kleinen Waffenschieber, der an der Brust des Krieges hängt? Ein seltsames Ziel, findet ihr nicht? Warum ich, wenn so viele andere dasselbe tun? Dann haltet ihr euch für anders? Oh, das bin ich. Denn ich diene einer höheren Sache als dem reinen Profit. Wie meine Brüder. Brüder? Ah, er glaubt, ich handle allein. Ich bin nur ein Teil. Ein Mann mit einer Aufgabe. Die anderen werdet ihr früh genug kennenlernen. Sie werden eure Taten nicht leichtfertig hinnehmen. Gut, ich freue mich darauf, auch ihre Leben zu beenden. So viel Stolz. Er wird dich zerstören, Knabe. Oh, Scheiße. Töten? Ah! Ich laufe gerade in die vollkommen falsche Richtung, aber läuft. Scheiße, wenn man nicht springen kann, ne? Sollte man schon irgendwie können. Finde ich. So. Wie konnte er mir bloß entwischen? Wir werden aber weiter suchen. Das weiß ich. Deswegen muss ich hier raus. Ich wusste es doch. Scheiße. Komm, hoch da, hoch da, hoch da. Komm, mein Junge. Komm, Alter, hier. Ah! Ah, nein! Alter, hier! Alter, hier! Nein! Nein! Mein Junge! Geht da hoch! Geht da doch schnell hoch! Nein! Nicht abrutschen! Nicht abrutschen, das ist blöd!
Nein, ausweichen, ausweichen, ausweichen. Ausweichen, mein Sohn, ausweichen. Ausweichen. Hoch da. Boah. Ich bin richtig nervös. Oh, scheiße, die kommen da. Fuck. Ich bin richtig nervös, Alter. Nur weil ich euren Mongo da Leben genommen hab, heißt nicht, dass ihr mein Leben auch noch mir wegnehmen dürft. Das ist unfair. Nein. Ah, Mutti. Die wollen mich angreifen. Nein. Kletter doch. Alter, ihr. Klettert doch. Scheiße. Jan kämpft. Alter, ihr kämpft. Kämpft um euer Leben. Es geht doch um euer Leben, Alter, ihr kämpft. Macht ihn fertig. So, und jetzt. Und jetzt, Alter, ihr. Alter, ihr. Geht dort. Geht dorthin. Und jetzt springt hoch. Boah, mein Herz klopft übelst. Scheiße. Wo ist der Eingang? Hier. Die Kunde eures Sieges hat mich erreicht, Altair. Euch gebühren meine Dankbarkeit und mein Respekt. Habt Dank. Es ist eine Schande, dass die anderen euch immer noch gering schätzen. Rafik, mich kümmert wenig, was die anderen von mir denken. Wie ihr wünscht, Altair, ihr solltet Al-Mualem von eurem Sieg berichten. Sicher hat er noch weitere Aufgaben für euch. Spule vor zu aktuelleren Gedächtnisabschnitten. Oh, dann muss ich auch noch selber dahin, oder was? Nee, doch nicht. Boah, das war eine Geburt. Aber sowas von. Kommen Sie raus, Mr. Miles. Was ist los, Doc? Miss Dürrmann besteht darauf, Ihnen eine Pause zu gönnen. Wenigstens einer. Na, verraten Sie mir, wer ihm den Stock in den Hintern geschoben hat? Wir haben eine Deadline. Eine Woche. Nun, 6 Tage noch. Deadline? Ich kann nicht darüber reden. Mann, versetzen Sie sich in meine Lage. Ich werde von einer Gruppe Wissenschaftler festgehalten und muss den ganzen Tag in irgendeiner Scheißmaschine sitzen. Sie sagen mir nicht, wonach Sie suchen oder wofür Sie es brauchen. Aber ich soll dankbar sein, dass Sie mich am Leben lassen. Das ist doch verrückt! Sorry, aber so ist es. Was erwarten Sie? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Wie wär's mit Antworten? Ich kann nicht. Und es ist besser so. Sicherer. Sicherer für wen? Uns beide. Hey, ich habe eine Frage, die Sie bestimmt beantworten können. Was? Warum reden die Menschen da drin manchmal so, als kämen sie aus der Zukunft? Zukunft? Ich meine der Gegenwart. Jetzt, heute, Sie wissen schon. Sie meinen, dass Deutsch die offizielle Sprache des Heiligen Landes ist? Ja, das wollte ich sagen. Der Animus übersetzt alles, was ihm wichtig erscheint, in halbwegs modernes Deutsch. Erwarten Sie also ein paar Anachronismen. Ich könnte es authentischer machen, aber kennen Sie Walter von der Vogelweide? Wen? Gut, dann vergessen Sie es. Können Sie mir mehr über Abstergo sagen? Was geht hier vor, abgesehen von dieser ganzen Entführungsgeschichte? Abstergo ist einer der größten Pharmakonzerne der Welt. Bekannt für seine Antidepressiva.
Auf dem PC dort drüben finden Sie mehr. Aber Sie sagten bereits, dass es nicht um Medizin geht. Was ist das also? Diese Entwicklung gefällt mir nicht. Dann kann ich davon ausgehen, dass der Animus nicht in Ihrem Firmenprofil erwähnt wird. Ach, Sie kennen die Werbung nicht? Mein Gott, die Gute hat Humor. Entschuldigung, Desmond, ich habe viel zu tun. Wie gesagt, wenn Sie mehr über die Firma erfahren möchten, gehen Sie an den PC. Der Telekommunikationssektor ist besonders interessant. Was auch immer das war. Lucy. Toll. Warte, was? Uninteressant. Sie erkennen und stimmen damit überein, dass Abstärke durch eine Version von 2. Ja. So, okay. Lucy? Gar nicht müde? Ach so, jetzt soll ich auf einmal pennen gehen? Okay. Und somit würde ich auch dann diese Folge beenden. Ich würde dann einfach sagen, wir sehen uns einfach beim nächsten Mal wieder. Ja, und Outro. Bis dann.